Heizfarbe. Dieser verrückte Trick spart tausende Euro beim Heizen. In letzter Zeit waren viele Heizalternativen im Gespräch. Darunter ist ein verrückter Trick, mit dem die persönliche Energiewende ganz leicht gelingt. Heizfarbe. Wir stellen sie vor. Wie funktioniert's? Heizfarbe funktioniert ähnlich wie ein normaler Anstrich. Oft ist allerdings als Untergrund ein sogenannter Isolierungsputz notwendig. Darauf werden schmale Leiterbahnen aus Kupfer aufgetragen, die Zwischenräume werden mit dem Heizanstrich ausgefüllt. Die Elektrodenbahn wird mit dem Stromnetz verbunden. Im Prinzip ganz einfach. Was ist der Vorteil? Heizanstriche gehören zu den Flächenheizungen. Anders als mit einem herkömmlichen Heizkörper wird nicht nur ein Punkt im Raum aufgeheizt. Die Strahlungswärme aus der Wand verteilt sich gleichmäßig. Das spart Energie. Im Vergleich zu einer Wärmepumpe ist der Wirkungsgrad der Heizfarbe erheblich schlechter. Trotzdem kann sich diese Heizmethode für Häuser lohnen, in denen schon vorher elektrisch, beispielsweise mit Nachtspeicheröfen, geheizt wurde. In diesem Fall sind keine großen Investitionen in neue Heizleitungen erforderlich. Das spart schon mal viele tausend Euro. Die Heizkosten lassen sich trotzdem senken, denn die Flächenheizung an der Wand arbeitet mit Strahlungswärme. Diese sorgt dafür, dass die Wohlfühltemperatur im Raum deutlich niedriger ist, als es bei herkömmlichen Heizkörpern der Fall wäre. Vergleichbar ist das mit der Wärmeenergie der Sonne. So kann die Heizung bei 18 Grad die gleiche Behaglichkeit bieten wie ein herkömmliches System bei 21 Grad und man spart 15-20% ein. Für wen ist die Heizfarbe nichts? Hausbesitzer, die bereits über ein wasserführendes Heizungssystem mit einem Gas- oder Ölbrenner verfügen, sollten besser in eine Wärmepumpe investieren. Denn die kann bei gutem Wirkungsgrad durchaus 4 Kilowattstunden Wärme aus einer Kilowattstunde Strom erzeugen. Elektrische Flächenheizung immer nur im Maßstab 1:1. Wenn keine neuen Heizleitungen verlegt werden müssen, sind sogar die Investitionskosten in einem Einfamilienhaus etwa 10.000 bis 15.000 Euro vergleichbar. Denkbar ist ein Heizanstrich aber durchaus als Ergänzung, beispielsweise im Rahmen einer Badsanierung.